Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Troll-Leichensammler-Freunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, heute mal an alle unsere Trollfreunde, weil wir ja Wächter. immer noch mit den Trollen hier am Pass sind, am Rabenpass. Auf mein Zeichen und los. Auch Aber jetzt mal zum gut. großen Angriff übergehen. Mit unserer mächtigen Schlägertruppe hier. Dieses Mal sogar inklusive Zyklop. Ich finde es lustig, dass der einfach Zyklop heißt und nicht Titan der Trolle. Also das heißt er wahrscheinlich nur hier. Ja, Titan der Trolle. Was? Wie? Von mir aus? Ja, vorwärts. Arschloch. Auch gut. Auch gut. Na schön. So, jetzt sind sie in Reichweite und schmeißen dicke Felsen auf die schwarzen Türme. Hast du Eisensammler nichts mehr zu tun, oder was? Was denn? Verstanden? Auf meinem Befehl. Jetzt! Verstanden? So. Was Gut. ist? Das heißt, ich schicke euch mal dahin für den Naschen. Fall, dass was da aus dem Tunnel kommt. Jetzt, nachdem ihr die beiden totgekloppt habt. Geht's los? Von mir Auf aus. mein Schnell. Zeichen. Schicke auch euch beide erstmal zurück. So, da kommen die In die Gegner. Schlacht. Stürmt die Feste. Vorwärts. Verteidigt euch. Verschwindet! Vorsicht! Wo kommen die her? Oh, meine Keule! Die kommen aus der Festung, um uns auf die Nerven zu gehen. Wo ist meine Keule? Hier! Um die Frage unseres Mir eigenen nach! Trolls zu beantworten, wo die herkommen. Verteidigt euch! Lästige Schmeißfliege! Vorsicht! Wo kommen die her? Achtung! Zeit zu sterben! Okay, wir verlieren langsam unser Federvieh. Zeit zu sterben. Unser Zyklop muss auch gut einstecken. Wo ist meine Keule? Zurück mit euch! Zeit zu sterben. Das Problem ist der ganze Darf Haufen ich an töten? Fernkämpfern. Zurück mit Was euch! wollen die? Zeit zu sterben.
ist meine Keule? Okay, das hier ist auf jeden Fall mit vielen Verlusten verbunden. Was ist passiert? Was denn? Aber ist kein Problem. Wir können das alles erstmal durch Champions ersetzen. Verschwindet! Was ist passiert? Was? Wie? Was denn? Auch gut. Ja. So, wir haben noch einen Flattermann, die können wir also auch ersetzen, gleich mal. Bereit. Mir nach. Und dann dringen wir erstmal hier rum in die Festung ein und säubern die auch. Während wir weitere Nahkämpfer, also Champions, brauchen. Verbesserung fertig. Oh, da sehen wir schon Shain Talach. Drakon. Auf mein Schnell. Zeichen! Vorwärts! Sofort! Sofort! Schnell! In die Schlacht! Tach! Die sollen weggehen! Verteidigt euch! Was wollen die? Vorsicht! Verschwindet, Schwächlinge! Verteidigt euch! Oh. Furchtbar, dass man mit einem Rechtsklick Zauber nicht abbrechen kann. Verschwindet! 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 Was ist passiert? Was wollen die? Oh. Hey, raus aus der Stadt! Jetzt greifen sie da wieder die Stadt an. Geht's los? Okay. Was ist? Also noch nerven sie furchtbar. Was? Wie? Interessant. Nur 29? Was? Wie? Achso, ich hab den letzten Eisenschnabel verloren. Okay. Und wir haben ein paar Vergiftete. Was? Wie? Beziehungsweise auf die ist Pestilenz gewirkt, was böse ist. So. Er zittert, Lichtgläubige. So, jetzt plündern wir mal in aller Ruhe diese Festung hier. Geht's los? Verstanden! Da können die Belagerungstrolle ein bisschen dabei helfen. Myrmodin. Ja. Wenn ich dann schwere Waffen 15 habe. Unser erster Aria-Kristall. Sehr schön. Schild der Wacht. Den können wir dann beim nächsten Level up benutzen. Zedernschild und ein paar andere. Darf ich töten?
Mumifizierter Schlüsselwächter, ja. Adeko Schattenpuppe, ein paar Zauber. Verstanden! Gefängnisschlüssel. Ach. Hauern wir aus! So, hier gibt's keine Truhen. Nur noch die da drüben beim Seelenstein. Ne, alles andere haben wir. Arbeit! So, jetzt sollten wir den Zwerg befreien können. Also den Jarl. Der Zwerg, der Jarl heißt. Gefängnisschlüssel verwenden. Die vielen Schlösser der Tür öffnen sich gleichzeitig mit einem langen Schlag. Die Tür geht auf. Was sagt eigentlich so unser Questbuch? Schlacht am Rabenpass. Nehmt die Festung ein. Ja, vernichtet die Turmbarriere der ersten Festung mit euren Belagerungswaffen. Die erste Festung ist mit einer starken Verteidigung ausgestattet. Benutzt eure Belagerungswaffen, um die Turmbarriere zu brechen. Nehmt die Festung ein. Vernichtet den Widerstand der Untoten in der ersten Festung, bevor ihr euren Weg fortsetzt. Befreit den gefangenen Zwerg. Ein Zwerg wird von den Untoten in einer Zelle in der ersten Festung gefangen gehalten. Ihr solltet ihn freilassen. Haben wir gemacht. Ah ja. Nicht aus Bart bin ich froh, euch zu sehen. Hat er schon nicht mehr auf Rettung gehofft? Seid ihr mit Uram hier? Nein, ich kämpfe mich nach Kartei durch. Aber ich habe Uram in der Onyxbucht getroffen. Dort war er den Hasim in die Hände gefallen. Uram wurde aufgehalten? Also keine Hilfe aus Fastholm? Ach, das Pech verfolgt uns wie ein hungriger Köter. Verdammt! Wir sollten unter der Leitung von Uram die alten Orkenfesten auf diesem Pass sprengen. Wir waren nicht schlecht überrascht, als wir herausfanden, dass sie voller Untoter waren. Die meisten meiner Gefährten fielen im ersten Kampf. Die anderen wurden versprengt oder gefangen. Aber Uran entkam. Ich hatte gehofft, er wäre mit Verstärkung zurückgekehrt. Ihr solltet euch mir anschließen, Zwerg. Dann kommt ihr wenigstens lebend hier heraus. Wahr gesprochen. Ich folge euch, Runenkrieger. Übrigens, man nennt mich Jarl. Gut. Questbuch aktualisiert. Erobert die zweite Festung. Eine weitere Festung versperrt euch im Weg. Hier braucht ihr wohl Hilfe, um sie zu überwinden. Springt mit Jarls Hilfe ein Loch in den Festungswall. Jarls Kenntnis als Steinbrecher könnte euch helfen, das unüberwindliche Mauerwerk dieser Feste zu brechen. Jo, haben wir auch vor. Mal gucken, wenn es jetzt unten im Tal ruhig bleibt, dann ziehe ich die fünf Schlechter noch nach. Schläger waren die anderen, gell? Nein, das waren Raufbolde. Was waren dann Schläger? Gab es Schläger überhaupt? Ja, das waren die günstigsten Ork-Einheiten. Was? Wie? Oh, wir haben schon wieder zwei Champions verloren. Auf mein Kommando! Sofort! Und ja, aus den Höhlen ist Widerstand zu erwarten. Mir nach! Vorwärts! Schnell! Zum Angriff! Zeit zu sterben! Was wollen die? Eigentlich sollten gerade die Champions mit ihren fetten Hämmern in der Lage sein, ein paar Skelette zu klump zu schlagen. Die sollen weggehen! Auf meinen Befehl! Zum Angriff! Okay, die Höhle scheint schon safe zu sein. Schön.
Auf meinem Befehl. Schnell! Für die Freiheit! Und ja, nicht mehr lange, dann können wir die nächste... das nächste Bevölkerungslimit freischalten. Also die nächste Stufe unseres Bevölkerungslimits, so würde ich sagen. Bereit. Was ist passiert? Vorwärts!